Hallöchen, diese Nebenaufgabe beginnt in Kakariko. Und um sie zu starten, muss man wenigstens einmal mit der Wache gesprochen haben. Interagiert haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das zählt, als ich da mit Dingsbums zusammen war, als ich das erste Mal gegangen bin. Oh, jetzt sind die Hühner aber alle da. Ich sollte das mittags nochmal probieren. Wartet mal. Das war doch, glaube ich, sogar der Hühnertyp. Auf jeden Fall geht das nur tagsüber. Ach, schau mal an. Was ist denn? Ah, der steht da auch da. Genau, das ist der Typ von, der da vorne an der Wache stand. Ja, genau, ich bin's. Nein! Ja, natürlich. So, 10 Hühner möchten gefunden werden. Eins habe ich doch hier am Feuer gesehen. Das nehme ich gleich mal mit. Übrigens, das Prinzip des Hühnerfliegers funktioniert auch in diesem Spiel. Wenn ihr also irgendwo runterspringt, springt ja am besten etwas langsamer. So. Manche Hühner verstecken sich gern auf Dächern. Da oben zum Beispiel. Muss ich da nur noch irgendwie raufkommen. Die sind ja jetzt nicht so gebaut, die Häuser, dass man da gut raufklettern kann, so mit den Dächern und so. Ah, komme ich mir jetzt am geschicktesten rauf. Ah, ich habe eine Idee. Wer hat sich diese Konstruktion ausgedacht, ey? So, hoch da. Wo ist das Huhn? Da vorne ist das Huhn. Seht ihr? Flap, prima. Das Schöne ist, man hat keine Zeitbegrenzung. Das heißt, ihr könnt in Ruhe gucken. Selbst ein bisschen suchen. Wartet mal, hier oben beim Taronihi-Schrein war doch auch ein Huhn. Die Hühner sind übrigens alle draußen. Keins ist drin. So. Und Nummer 3 müsste das, glaube ich, sein. Ein Huhn oder ein Mensch? Ein Huhn? Weil das sind eigentlich alles Hähne, oder? Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin ein Stadtkind. Aber es ist doch eigentlich immer der Hahn, der so bunt ist und den Kamm auf dem Kopf hat. Ist das wirklich sinnvoll, sich so viele Hähne zu halten? Mal einen Bericht gesehen, da hat einem Hühner gehalten. Eines Abends vergaß sie das Gatter zuzuspenden und am nächsten Tag waren fast alle Hühner tot. Die hatte sich einen Fuchs geholt. Hier vielleicht irgendwo? Nein. War vielleicht jetzt auch nicht ganz nett, das alles abzuholzen, aber pff. Was wächst schnell nach. Spätestens wenn ich das nächste Mal komme, ist das wieder alles da. Oh, ein Huhn! Genau, jedenfalls hat ein Freund ihr dann ein paar Küken geschenkt. Und die stellten sich allerdings alle als Hähne raus. Hm. Und das war wohl ein ganz schöner Krach, weil jeder versuchte lauter zu sein als der andere.
gab es schon ganz schön Krieg mit den Nachbarn. Da hat sie sich entschlossen, die Hähne wegzugeben. Und ich weiß gar nicht mehr, was er dann gemacht hat. War jetzt nicht so spannend. Eigentlich so ganz nett und süß nebenbei. Naja, was auch immer sie mit den Hühnchen und den Hähnen gemacht hat. Ich suche jetzt die Hähne von dem Typen. Irgendeins müsste noch irgendwo auf dem Dach sitzen. Vielleicht hier? Ich wollte gerade sagen, hier kommt man so schön leicht drauf, aber nee, eigentlich nicht. Sag mal! Kein Huhn auf dem Dach, aber vielleicht sehe ich von hier oben irgendwo eins. Ne, das ist eine Oma. Das war eine Eule. Da ist ein Huhn. Aber wie hole ich mir das? Die Oma, der dieser Garten gehört, die passt doch auf wie ein Fuchs. Nein, doch nicht. Wie viel sind es eigentlich noch? Gleich 10 wieder, ey. Das sind so viele. Nur noch eins! Eins müsste noch irgendwo auf dem Dach hocken. Vielleicht direkt hier? Oh. Es ist echt scheiße, auf diese Dächer raufzukommen. Auf dem Dach war ich schon drauf. Ja, an das Kürbisfeld erinnere ich mich. Mal darüber, vielleicht kann ich das letzte von da aus sehen. Die Dach ist es nicht zufällig, oder? Keine Hühner weit und breit. Na, wahrscheinlich war vorhin das Dach gemeint. Das war doch da, oder? Wartet mal ganz kurz. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Das habe ich, das habe ich. Das habe ich eventuell nicht. Also. Sicherheit noch mal hier.
Nee, sieht alles ziemlich hühnerfrei aus. Dass das hier war, das hatte ich schon geholt. Aber warum eigentlich nicht? Mich nicht wundern, wenn aus dem eigenen Dach auch eins ist. Das ist natürlich nicht. Das ist eine Sternschnuppe. Fuck. Wo ist das verdammte letzte Huhn? Warum ist schon wieder Abend, ey? Der Tag ist rum und ich habe das fucking Huhn nicht gefunden. Vielleicht hier irgendwo? In der Nähe des Ausgangs, in der Nähe vom Feuer, wo es schön warm ist. Gut riecht. Na, hier versteckt sich's auch nicht. Dieses verfickte letzte Huhn, ey. Runter war das die ganze Zeit. Boah. Ich geh erstmal hier lang. Der versucht schon wieder zum Dingsbums hoch zu rennen. Was, mehr nicht? Boah. Na gut, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Nebenaufgabe. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.